Also Montys Lebensgefährte möchte ich auch nicht sein, du. Monty, wird man nur ausgepeitscht. Watchman, was machst du da? Ach, verdammt, ist? Der ist auch zu hoch. Irgendwie habe ich nur so hohe Pokémon momentan. Du hast noch Pokémon? Ja. Nee, doch. Sag bloß. Oh mein Gott. Geht doch nicht. Ihr seid ein wunderschönes Pärchen. Wer? Mammut. Monty Mammut, und Torchy. Mammut, walte deine Samtes. Nee, das geht ja nicht. Okay. Trüü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 
Das ging aber schnell, Torch. Ja, ich hab ihn gewonnen. Ich hab drei Pokémon, das auf Level 20. Hey. Ja, Rebo da drunter. Nächstes Battle. Slender versus Monty. Yeah! Oh, darf ich zu dir? Let's get ready to rumble! Ich hätte nur eingehen. Nein! Anbauen. Komm mal zu dir. Okay. Dankeschön. Darf ich da auch mit? Habe ich wenigstens einen schönen Überblick. Ach, hier. Ja, das ist toll. Ist ein Haufen grüner Popel. Ja. Popelbombe. Ach, ihr kämpft schon. Gern. Hab ich gar General nicht. General da oben, vielleicht mal. Nidoqueen gegen... Gegen irgend so was anderes. Da ist die Queen! Da ist die Queen! Preise die Queen! Nein! Was machst du da, Koro? Ich mach da... Man, nimm den Zauner weg! Guck, nimm den Zauner weg, Torchman! Was soll das? No. Verbaut! Ja, lass mich in Ruhe! Warte, hast du denn jetzt, Koro? Nach Oberrang bauen, einmal rundrum? Ja! Warte, hast du Platzangst, wenn ich hier bin, oder was? Ey, ihr baut hier alles zu, wisst ihr das? Das ist scheiße. Ja, umso besser. Die Arena kriegt von jedem Battle to Battle immer ein kleines Update. Ja. Und dann kommt noch so ein Oliver Pocher Poster. Das hängt schon bei dir Oliver im Zimmer. Pocher. So, ja, das hängt schon bei dir im Zimmer. Nein. Das Poster mit mir und Oliver Pocher. Mit dir und Oliver Pocher? Ja, das Poster hängt bei dir im Zimmer. Kuro, sag doch was, ich hab eine Axt, das hätte ich viel schneller wegmachen können. Ah! Monty hat ein Level 21 Pokémon. Ja. Pünktchen. Er hat halt schon aufgelevelt. Hacker! Oh. Illegal! Nein, ist nicht illegal, ist im Kampf passiert, ist voll legal. Illegal, das ist voll illegal. Ach, du bist illegal. Die Toilette, hier ist noch Toilette. Mein Junglu. Ja, die öffentliche Toilette ist das. KFC! Hat die das Jungblut KFC genannt? Alter, bist du ein Spätchen? Nein, er war schon lustig vor drei Folgen. Ja. Vor drei Folgen war ich noch nicht dabei. Nein, du bist so ein scheiß Kackbuhn. Weil wegen, Da muss er halt lernen, pünktlich zu kommen. KFC, das was ist? Das sagt der Richtige. Wieso? Ich bin in den letzten der paar einfach mal immer pünktlich da gewesen, sogar überpünktlich. Heute war ich sogar über eine Stunde pünktlich da. Aber davor, ne? Mein lieber Freund, das hast du wohl vergessen. Da hatte ich PC-Probleme. Ja, krault euch gegenseitig die Eier. Drei Monate. So. Ja, und die sind da jetzt weg. Und die sind da jetzt weg, da ich ja jetzt einen neuen PC Miltang. Habe. Aber kannst du dir doch gar nicht leisten, einen neuen PC. Doch. Sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen und mit dir reden. Doch. Ich will ja auch gar nicht, dass du mit mir redest. Dann hör auf mit mir. Wer hat hier das Licht angeschaltet? Du selber. Ach so. Okay. Ich kann es hören. Miltang. Gegner starren sich weiterhin an. Es passiert nichts. Wenn sich nieder. Wenn das Mülltank jetzt stirbt, kommt der Leder raus? Nein. Ja. Wer weiß. Jo. Aber ich glaube nicht beim Trainerkampf, oder? Beim Trainerkampf nicht, ne. Schade. Sonst könnte man ja sämtliche Materialien im Massen spawnen lassen. Ist doch schön, das wäre mal schön. Ein kleiner netter schöner Bug. Ein Raptor! Mhm. Da ist ein Raptor! Mach's tot! Das ist kein Raptor, das ist eine Gottesanbeterin. Ah, okay. Das ist eine Gottesanbeterin, war das. Ja, Pokémon hat die Arena verlassen, ne? Also ist disqualifiziert. Ja, disqualifiziert, definitiv. Die kämpfen lieber draußen. Prügeln sich lieber auf der Straße. Wie ich denke. Ist ja kein Shiny Pokémon. Nicht mit mir, wir kämpfen vor der Straße hier. Tür. Vor der Straße. Ja genau, zum Kämpfen gehe ich vor die Straße. Ja. Ein shiny Klick. Du gehst bestimmt zum Kämpfen auf Schienen. Und zum Lachen in den Keller. Und zum Lachen in den Keller, so sieht's nämlich aus. Die Gegner starren sich nieder. Du hast nämlich nichts zu lachen. Ey, ganz ehrlich, die Japaner haben echt so ein... Ja, hab ich mir auch. Was ist denn jetzt schon wieder? Mein Pokémon. Oh Mann, Alter. Ah, wie ist das wieder frei? Was ist das für ein Pokémon? Ernsthaft? Zahnräder? Ja, klick. Boah. Klingt jetzt mal was Neues gesagt. Aber neue, das ist kreativer Infos. Ist. Und das heißt Klink. Neue Infos zum Alpha Rubin, bla. Nee, Alpha Saphir und wir haben doch Omega hier Rubin jetzt hier nicht, ne? Neue Version schon mal gesichert hier für Saphir, ja. War das, glaube ich. Omega Saphir oder sowas.
Nee. Haben die sich komplett gesichert. Wir sind dort die Pokémon. Oh mein Gott, da sind Zahnräder! Gibt's dort einen riesengroßen Schnitzel als Pokémon oder was? Schnitzel? Nein, da gibt's wirklich einen. Also ich glaube, es kommt kein Schnitzel. Schnitzel! Wer gewinnt eigentlich gerade von euch zwei? Beide. Ich glaube, Monty. Boah, Monty! Geil! Poseidon! Poseidon! Poseidon, ey. Das zerpflückt mich gleich. 100 Pro. Wobei. Nee, es zerpflückt mich nicht. Ah nein, der hat auch einen. Klar. Ah, verdammt. Glaube ich, muss mein Team nochmal ändern, oder? Die gingen nochmal die Melodie im Kampf. Warte mal, die Battle-Musik, die mache ich gleich anwenden, wenn ich kämpfe. Das war aber die Battle-Musik aus dem ersten Teil, müsst ihr machen. Das war noch die gute alte. Beste. Gute alte. Tausch mal halt die Fresse. Ich schicke dich gleich in einen anderen Channel. Achso, ich regel das. Warte, ich regel das. So, habt ihr fertig, ja? Wer hat gewonnen? Habt ihr fertig. Monty hat gewonnen. Yay, gut. Nächstes Battle. Ich versus Stolle. Doch. Doch. Ich glaube, ich bin auf deiner Seite. Du gewinnst. Ich hab sowas von verloren, ich weiß es jetzt schon. Ich muss irgendwie mein Team umstellen. Ja, ich bin auch das definitiv direkt in der ersten Runde. Ich glaube, ich schaff's. Oh, beide Konkurrenten standen aneinander an, während die Pokémon gegeneinander kämpfen. Sehr gut. Die Gegner starren sich an. Ja, die beiden Konkurrenten. Yes! Capro, Platscher! Die beiden Konkurrenten starren sich an, während die Pokémon kämpfen. Ach, du hast so einen Blitz, scheiße, das war schon. Weißt du gar nicht, was mit Starter-Pokémon ist? Da. Ja. Da. Ah, die sind alle so hoch. I was on an adventure like you, then I took an arrow to my knee. What? Alter. Error. Quatsch, man sieht nur Errors. Er ist Error. 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 Er guckt den Spiegel. Er sieht nur ganz viele große, rote, blinkende Errors. Er ist missing no. Jetzt wissen wir's. Ich hab's immer gewusst. Ihr habt's endlich erfasst. Ich werde euch alle töten. Nein, das wissen wir nicht, George Man. Dann bedeutet ja das Tor. Oh, Level 21. Und? Torschman ist einfach. Einen Moment. So. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Keine Ahnung, nimm irgendwas. Nimm Argumon. Ja, ich hab Argumon. Ich hab meinen. Ja, oder? War Argumon nicht ein Digimon? Ja. Argumon war ein Digimon. Digimon hab ich noch nie gemocht. Yay, Mamut, du gewinnst. Yay. Und wer gewonnen? Noch keiner. Von Stolle. Ivoli wird uns rausreißen. Bei Digimon fand ich nur die erste, zweite und dritte Staffel gut. Alle danach kann man in die Tonne kloppen. Ich fand die erste ja. Keine Ahnung. Oh mein Gott, rotes Karatos, tötet es! Es ist anders! Es ist anders als die anderen! Tötet es! Nur weil es rot ist! Tötet es! Ist das anders Einzige, als der gespannt zuschaut? Nein, ich schaue auch gespannt zu, aber bin gerade noch rein gewesen. Warte. Ich drehe mich im Kreis. Hey, so wie immer. Torchman, wo ist Standard. Die Logik? Das sieht aus wie Karussell gerade oder so. Wee! Das sieht's echt. Boah, das hat aber gedamaged. Ja, richtig Damage gemacht. Da könnte ich jetzt ehrlich gesagt stundenlang zugucken, weil. Mann, das Flügel. Ich geh mal lieber wieder. Ja, mach das. Ist interessanter. Hey, Glückwunsch, Mammut! Yay! Yeah. Übrigens, yeah. Mammut, ich hab's wirklich wahrgemacht. Ich hab wirklich die Folge mit dem Handy aufgenommen und, beziehungsweise den Ausschnitt reingeschnitten. Boah, das ist ja eine Folge. Du bist ja auch richtig scheiße. Ja, das ist ein Kackbuhn. Du doch auch. Warte mal, ist die Arena überhaupt groß genug für Garados? Nein. Passt, soeben. So. Ja. Nächstes Battle: Kuro versus Palo. Ah, Kuro! Cool. Oh. Wir können uns ja mal die nächste Woche dran setzen. Mach dich fertig. Ja, wir können mal die nächste Woche dran setzen, eine größere Arena zu basteln. Ja, dann mach mal. Dein Pokémon. Piep. Ihr habt ja genug Zeit, der Server ist ja.